Filmwerkstatt Museum Villerstuck. Einfach mal draufhalten. Mit der Kamera im Museum. Den eigenen Videofilm Museum Villerstuck. Wie heißt du? Moritz. Ich heiße Dominik. Lukas. Philipp. Moritz. Jeremias. David. Was passiert heute? Wir drehen heute Filme. Keine Ahnung. Wir drehen Filme. Ja, wir drehen einen Film. Und dann mit dem Computer zusammenschneiden. Und dann dürfen wir ihn zu Hause anschauen. Diese Frage wird sich schon wieder. Wie wird ein Film gedreht? Filme werden mit einer Kamera gedreht oder mit einer Kamera. Man braucht eine Kamera und einen Film. Auch diese Frage wurde schon beantwortet. Was sind Filme? Ich kann es einfach nicht genau beschreiben. Weiß ich nicht. Im Kino, Filme oder zu Hause. Filme sind ganz viele Bilder, die man hintereinander abspielt. Und der beste Trick, um das Ganze zu verdeutlichen, ist ein Wendebild. Man hat ein Bild auf der einen Seite, das andere auf der anderen und durch schnelles Drehen schafft man sich ein Bild. Und das Ganze im Schnelldurchlauf heißt ausschneiden, falten, zusammenkleben, Löcher für die Gummis reinschneiden, Gummis durch und zusammenbinden und los. Ein Bild, das zweite Bild. Ein Wendebild. Auf dem Ding da drauf. Zwei. Okay. Das ist eigentlich ganz leicht. Das ist eigentlich ganz leicht, aber es ist eigentlich auch schon beeindruckend, dass das Auge mit zwei Bildern anfangen kann, oder? Ja, aber das Auge, das sieht nur ein Bild, weil das so ein also, Bild ja, das heißt, es langen zwei Bilder, um mein Auge zu bescheißen, dass ich denke, ich sehe beide gleichzeitig. Das ist ein Bild. Einfach mal draufhalten. Wenn wir die Kinder ein Gefühl für die Kamera bekommen, sind wir einfach mal durch das Museum gezogen und sie dürften machen, tun und lassen, was sie wollen. Finden Sie auch, dass es lebendig ist? Bitte? Finden Sie auch, dass es lebendig ist? Was siehst du da auf diesem Bild? Siehst du den Engel, der, was macht der da? Liebes Filmteam, ich habe vorher die Frage gestellt, wie dreht man Film? Als nächstes ging es dann ans Filme machen. Dazu gehört erstmal ein bisschen Theorie dazu. Wie man sieht, nicht unbedingt der beliebteste Teil bei der ganzen Geschichte. Wir ziehen es jetzt schnell durch. Es ging einfach um ein bisschen Filmwissen. Was braucht man alles, von der Idee bis zum Film zu kommen? Wer ist alles dabei? Regisseur, Schauspieler, Kameramann? Wie baut man ungefähr mal ein kleines Drehbuch auf, damit man das Filmemachen ein bisschen organisieren kann? Und dann ging es schon direkt zum Film.